Ahoi Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Video. Mein Name ist David Cray und heute werden wir die Magie der künstlichen Intelligenz nutzen, um unscharfe Fotos wieder scharf zu machen. Wir werden aber nicht nur das Foto leicht nachschärfen, nein, wir machen aus diesem unscharfen Foto hier dieses ultrascharfe Foto mit unzähligen Details. Wie das Ganze funktioniert, das zeige ich dir jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Im heutigen Tutorial brauchen wir kein Photoshop, kein Laptop und schon gar nicht Lightroom. Wir brauchen lediglich ein Smartphone, die kostenlose Bildbearbeitungs-App Snapseed und die auf künstlicher Intelligenz basierte Foto-App Remini Photo Enhancer. Alle Apps sind kostenlos und werden auch heute nur in der kostenlosen Variante genutzt, können aber natürlich mit In-App-Käufen erweitert werden. Und jetzt kurz zur Transparenz, dieses Video wird unterstützt durch meingeldbeutel.de und durch ichkannsagenwasichwill.com. Wie funktioniert die App? Um für uns das bestmöglichste Ergebnis herauszuholen, müssen wir als erstes verstehen, wie die künstliche Intelligenz funktioniert und was sie genau macht. Denn anders als Photoshop und Co. schärft die App nicht nur einfach das Bild nach, sie errechnet ein komplett neues Foto anhand cloudbasierter Daten mit Servern im Internet. Und womöglich werden eure Daten auch nach China gesendet und wenn ihr das nicht möchtet, dann solltet ihr die App lieber meiden. Aber das, was am Ende rauskommt, ist ein wahres Wunder, obwohl das Endergebnis nicht zu 100% der Realität entspricht. Denn wir halten noch einmal fest, das Foto wird durch eine künstliche Intelligenz errechnet und nicht immer ist das Ergebnis korrekt. Am besten funktioniert die KI mit erkennbaren Gesichtern und mit Personen, die ihren Kopf zur Kamera gedreht haben. Beachtet ihr diese zwei Regeln, könnt ihr so einen kleinen Bildausschnitt so groß scharf rechnen lassen. Da ich natürlich ein professioneller Fotograf bin, habe ich natürlich keine unscharfen Fotos und suche mir ein altes Foto von damals heraus. Damals, als Fotos noch analog aufgenommen wurden, in einer Zeit, wo man noch die Pixel zählen konnte. Oft lassen sich auch unscharfe Fotos in WhatsApp-Gruppen finden, aber was sage ich euch da, ihr werdet mit Sicherheit unscharfe Fotos in eurer Smartphone-Galerie finden. Habt ihr ein Bild gefunden, lassen wir als erstes die App Remini drüber laufen. Aber Vorsicht, bleibt im WLAN und habt immer etwas Geduld. Ehe euer Bild fertig ist, kann es manchmal schon, naja, 2-3 Minuten dauern. Ist jetzt nicht unbedingt die Welt, aber für ungeduldige Menschen wie mich kann das manchmal schon eine halbe Ewigkeit bedeuten. Jetzt kommen wir zu dem Moment, wo es spannend wird. Hier liegt mein Smartphone. Ich habe euch jetzt alles schon soweit vorbereitet. Hier ist die App Remini und hier ist die App Snapseed. Als erstes werden wir die App Remini starten. Und das dauert jetzt einen kleinen Moment. Das erste, was wir jetzt hier ausprobieren werden, ist die Funktion Enhance. Da klicken wir jetzt drauf und suchen uns jetzt hier ein Bild raus. Ich habe jetzt schon eins vorbereitet. Und zwar nehmen wir jetzt das hier. Und wenn wir jetzt hier mal ranzoomen, seht ihr, das sieht schon sehr, sehr unscharf aus. Ist ein eingescanntes Foto von mir und meiner Schwester. Und wir werden jetzt als erstes mal nur diesen Bereich hier scharf stellen. Ja? Und dazu klicken wir jetzt hier unten auf das Schneidewerkzeug. Und dann können wir jetzt hier unten das Format abändern in 3:2. Hier zoomen wir jetzt noch ein kleines bisschen ran. Und dann können wir jetzt der App sagen, dass jetzt nur dieser Bereich scharf gestellt werden soll. Ich klicke jetzt hier oben auf das Häkchen. Und hier unten klicke ich jetzt nochmal auf das Häkchen und dann geht's los. Das dauert jetzt einen kleinen Moment und dann wird das Bild für euch scharf gerechnet. Ich werde das Ganze für euch vorspulen, damit ihr jetzt nicht so lange warten müsst. Aber in der Regel dauert das jetzt nicht so lange, wie wir es jetzt gerade gesehen haben. Das hat jetzt vielleicht maximal eine Minute gedauert. Und wir sehen jetzt hier schon, wie unscharf der eine Bereich ist, also der originale Bereich, und wie scharf die andere Seite jetzt aussieht. Das kriegt ihr so nie mit Photoshop hin. Ich werde jetzt mal noch ein bisschen ranzoomen. Und jetzt seht ihr den Vergleich, das ist einfach nur der absolute Wahnsinn, wie scharf das Bild gerechnet werden kann. Und es ist einfach nur krass. Ich zoome jetzt noch weiter ran ans Auge. Und wir können hier erkennen, dass nicht nur die Augen scharf gestellt werden oder die Zähne, sondern auch die Haare. Und ich swipe jetzt nochmal zurück. So unscharf sah es vorher aus und so scharf sieht es jetzt aus. Und das ist einfach nur richtig, richtig krass. Also ich bin wirklich mega zufrieden und bin immer wieder verwundert, wie die App das so gut hinbekommt. Ne? Weil Photoshop, Lightroom, wenn ich das vergleichen würde, das wäre kein richtiger Vergleich. Weil die App macht das verdammt gut. Und ich muss auch ehrlich sein, die App macht das Bild zwar scharf,
aber es sieht halt wirklich nicht zu 100% aus, wie ich damals ausgesehen habe. Je unschärfer aber euer Ergebnis ist, desto tiefer greift Remini in die Trickkiste und lässt eure Person nicht mehr echt aussehen. Aber was meine ich jetzt damit? Die Person ist ja trotzdem scharf und es sieht nicht unbedingt bearbeitet aus. Naja, ich meine damit, dass euer Ergebnis unter Umständen euch etwas fremd vorkommt. Wie anfangs gesagt, schätzt Remini die Wahrheit und errechnet eure Bilder mit künstlicher Intelligenz. Kennt ihr die Person allerdings nicht in- und auswendig, werdet ihr diesen Umstand nicht wirklich feststellen. Für dieses Tutorial habe ich übrigens ein paar Euro bezahlt, um die App Remini in vollen Zügen für euch testen zu können. In der Free-Variante könnt ihr pro Tag 5 Fotos nachschärfen lassen, was völlig okay ist, wie ich finde. Wollt ihr mehr, bekommt ihr ab 5 Euro eine unlimitierte Variante, die eure Bilder nachschärft, Schwarz-Weiß-Bilder wieder farbig macht, Selfies retuschiert und noch vieles, vieles mehr. Ganz klar, vieles ist Spielerei, aber für 5 Euro bekommt man einiges geboten und man wird definitiv nicht enttäuscht sein. Seid ihr mit dem Ergebnis nicht zufrieden, könnt ihr entweder eine andere Aufnahme wählen oder mal die Pro-Variante ausprobieren. Das Ergebnis wird jetzt nicht unbedingt schärfer, aber ihr bekommt eine kleine Auswahl und könnt euch die bessere Variante einfach auswählen. Seid ihr mit eurem Ergebnis zufrieden, könnt ihr mit der App Snapseed dem Ganzen noch eine Knossi-Krone aufsetzen. Hier könnt ihr das Bild nachschärfen, die Haut retuschieren, den Hintergrund erweitern oder mit bestimmten Filtern deutlich aufwerten. Und jetzt werden wir das Beste aus dem Bild herausholen, was möglich ist. Wir öffnen jetzt die App Snapseed, dann gehen wir jetzt auf das Plus-Symbol und suchen uns jetzt hier dieses Bild raus. Und dann gehen wir auf Tools, dann gehen wir auf Details und hier können wir das Bild nochmal nachschärfen. Und ich werde jetzt hier nach unten, nach oben wischen. Wir gehen jetzt hier nach rechts und dann haben wir ein sehr, 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 sehr scharfes Bild. Die Struktur können wir auch noch ein bisschen anheben. Ja, zack. Und dann machen wir einen Vorher-Nachher-Vergleich und klicken jetzt einfach mal hier drauf, ganz lange. Nochmal. Vorher, nachher. Vorher, nachher. Und jetzt werde ich euch mal noch das Originalbild zeigen. Das Originale. Und das sieht schon richtig krass unscharf aus. Und das ist das scharf gestellte Foto. Und das finde ich schon mega, mega erstaunlich, was man hier eigentlich alles rausholen kann. Und wenn ich damit zufrieden bin, gehe ich dann hier auf Exportieren, genau. Und dann kann ich das dann hier auch speichern oder direkt dann teilen. Und das war's schon. Was passiert jetzt mit dem Endergebnis? Naja, ihr könnt es jetzt im schlechtesten Fall per WhatsApp teilen. Hier wird das Bild aber wieder auf eine deutlich kleinere Auflösung runterskaliert oder ihr packt es euch in die Cloud und zieht es dann in voller Auflösung auf euren Rechner. Und von hier aus könnt ihr das Bild dann wieder in Photoshop optimieren oder gleich online als Druckvariante bestellen. Und ich sag euch, Fotos, die man eigentlich immer unscharf erlebt hat und plötzlich dann scharf sind, das ist einfach nur ein richtig wildes Gefühl. Vor allem dann, wenn man jemanden damit beschenken möchte. Gibt es eine Desktop-Variante? Hier muss ich euch leider enttäuschen. Weder Photoshop noch Lightroom oder vergleichbare Programme können hier mit der KI mithalten. Es gibt zwar Ansätze, die sind aber bei weitem nicht so gut. Adobe Photoshop hat Mitte 2020 einen neuralen Filter integriert, der Gesichtszüge und Make-up manipulieren kann, aber das Nachschärfen wie bei Remini ist leider nicht mit dabei. Man kann aber sagen, dass das Fundament gelegt ist und dass es wahrscheinlich nicht mehr lange dauern wird, bis Photoshop endlich nachziehen wird. Seid ihr jetzt trotzdem auf der Suche nach einer Antwort, käme maximal die Programmreihe von Topaz in Frage. Aber eines vorweg, Gesichter werden ja nicht so krass nachgebildet wie bei Remini. Die Stärken liegen hier definitiv im Gesamtbild. Die Programmreihe von Topaz schärft etwas subtiler und natürlicher nach und liefert in manchen Fällen sogar bessere Ergebnisse als Photoshop und Co. Wer die Bilder jetzt nur auf Instagram hochlädt oder sie für private Sachen verwendet, wird mit dieser Variante von Remini sehr, sehr zufrieden sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr hochgeladene Bilder mit dem Hashtag David Cray taggt. Dann kann ich mir eure Bilder im Netz anschauen und euch dann gern ein Like dalassen. Wie findest du eigentlich diese Methode? Hat dir das Video gefallen? Wenn ja, dann lass ein Like da, abonniere diesen Kanal und aktiviere auch die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der App und natürlich auch beim Fotografieren. Und wir sehen uns dann in einem nächsten Video. Macht's gut, bis bald. Ciao.